Dass in Berlin die Devise gilt, wer dabei ist, ist schon ein Gewinner, unterstreicht Kimo Robinson aus Bermuda. Alle seine Kugelstoßversuche sind ungültig, dennoch verabschiedet er sich mit einem breiten Grinsen. Gleich zweimal Glückwunsch heißt es in Richtung Deirdre O'Callaghan. Die Irin feiert ihren 42. Geburtstag und paddelt dann im Kajak auch noch zur Silbermedaille über 200 Meter. Also alles Gute und Gratulation. Auf dem Maifeld sorgt Südkoreas Chan Yok-no für große Augen. Im Spiel gegen Deutschland trifft der Kapitän auf spektakuläre Art und Weise, ebnet den knappen 3:2-Erfolg. Eine noch engere Geschichte ist es beim Schwimmen. Über 800 Meter Freistil schlägt Trent Bassel aus Trinidad und Tobago nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen als Erster an. Sein Vorsprung beträgt gerade mal 3/10. Wilde Nummer. Berlin lädt ein zu den Special Olympics World Games. Die weltweit größte Sportveranstaltung für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung. Infos unter berlin2023.org.